Herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial. Am Mikrofon wieder euer Dragon Hannes. Und zwar beschäftige ich mich heute mit dem Thema Tonaufnahme. Und zwar, wie man als Let's Player am besten die Stimme aufnimmt, wie man das mit möglichst einfachen Mitteln hinbekommt. Den Ton aktuell hört er über ein Kondensatormikrofon. Allerdings, ich möchte euch auch zeigen, wie man aus einem ganz, ganz einfachen Headset das Beste rausholt. Allerdings erstmal Audacity, und zwar das Programm. Ich habe schon mal geöffnet und hier schon mal eingestellt, dass man die Steuerung sieht. Zur Erklärung, es ist derzeitig die Version 2.0, Entschuldigung. Und zwar, das Programm ist komplett kostenlos. Meiner Meinung nach das Beste, was es derzeit auf dem Markt gibt. Und ja. So, dann fangen wir erstmal an. Man muss hier einstellen, was für ein Mikrofon man hat. Hier in diesem Fall ist jetzt bloß das Headset anerkannt. Dann auch sehr wichtig, auf Mono zu stellen. Es sei denn, man hat wirklich ein Stereo-Mikrofon, das sollte dann allerdings extra gekennzeichnet sein. Also auf Mono umstellen, hier dann nochmal draufklicken. Schon sieht man, wie die Aussteuerung ist. Man sollte darauf achten, dass man bei der Aufnahme Lautstärke, dass man es nicht zu laut macht, also dass dieser blaue Balken hier, dass der nicht komplett nach ganz rechts rauswandert, weil dann bekommt man Übersteuerung, sogenanntes Clipping, und das klingt dann ziemlich uncool. So, wenn man dann halt soweit ist, weiß, was man aufnehmen möchte, dann klickt man halt einfach auf den Aufnahme-Button. Ich mache das jetzt mal kurz mit einem ganz, ganz kleinen Text. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder mit einer Testaufnahme. So, an dieser Stelle, das reicht schon zu Demonstrationszwecken. Allerdings, jetzt bietet Audacity eine ziemlich coole Variante. Und zwar, man eine Rauschunterdrückung bzw. eine Rauschentfernung. Dazu ist man einfach ganz, ganz kurz hier leise und nimmt nur das Rauschen auf bzw. nur den hier Grundgeräuschpegel, den man drauf hat. Ich mache das jetzt mal kurz für ca. 10 Sekunden. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder mit einer Testaufnahme. So, nebenbei hat man meine andere Stimme noch gehört, was ich aufgenommen habe mit den Headset-Mikrofon. Allerdings, jetzt haben wir hier in der unteren Spur nur das Rauschen aufgenommen, beziehungsweise den Grundrauschpegel. So, und jetzt bietet Audacity eine super leichte Möglichkeit, einfach auf Effekte, Rauschentfernung und als erstes ein neues Profil erstellen. Also quasi das Programm analysiert, wie dieses Rauschen aufgebaut ist. Ganz, ganz simpel. Klickt man einmal drauf, schwupps, schon fertig. So, jetzt wählt man die Spur aus, wo man diesen Rauschfilter anwenden möchte. Ich klicke da einfach hier quer unten, dass die komplette Spur markiert ist. Man kann natürlich auch sich nur die Stelle markieren. Oder mit Steuerung A sollte man auch alles markieren können, sofern man das denn möchte. Ich möchte jetzt bloß die obere Spur. Und einfach auf Rauschentfernung die Einstellungen. Ich persönlich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass man sie einfach so lassen kann. Natürlich, wer jetzt sehr, sehr hohe Anforderungen an den Ton hat, kann da noch dran rumexperimentieren. Mache ich an der Stelle allerdings nicht. Einfach auf OK drücken und schon wird es automatisch umgerendert. So, bei längeren Audiodateien sieht man dann noch, wie er arbeitet. Das soll uns aber jetzt nicht stören. Damit haben wir jetzt den Rauschpegel angepasst. Jetzt wollen wir, das Rauschen brauchen wir ab jetzt nicht mehr. So, und jetzt die zwei Kleinigkeiten, die ich persönlich immer gerne benutze, die relativ simpel sind. Als erstes ein Kompressor. Auch hier muss ich sagen, bietet Audacity einfache Möglichkeit, die Audioqualität wirklich gut zu steigern. Einfach mal so durchlaufen lassen. Schwupps. Der Kompressor macht nichts anderes, als Geräusche, die zu leise sind, leiser zu machen. Und Geräusche, die zu leise sind, hebt er an. Also macht sie lauter, und hier Geräusche, die viel zu laut sind, werden ein bisschen nach unten gedrückt. Hier am Anfang sieht man schon, ich habe ein bisschen sehr, sehr laut mit zu viel Enthusiasmus fast schon reingebrüllt. Das kann man jetzt noch einfach manuell
packe ich das jetzt mal ein wenig nach unten. Dazu geht man auf Effekte, Verstärken und wird jetzt einfach ein Minusbereich. Da packt man es meinetwegen jetzt um 3,5 dB nach unten. Schwupps, wird schon leiser. Relativ simpel, ganz einfach gemacht. So, jetzt haben wir einen Kompressor. Allerdings, da es für Let's Play-Aufnahmen oder ähnliche Sachen auch durchaus interessant sein kann, dass jetzt eine hier, da, wenn man mehrere Spuren aufnimmt, dass die gleich laut sein müssen, wählt man einfach alle nochmal aus und klickt auf Normalisieren. Das passt quasi den Maximalpegel bzw. die Maximallautstärke auf einen gewissen Punkt und passt von da ausgehend die Lautstärke von allen Signalen an. Das heißt, in diesem Fall sollte es theoretisch alles ein wenig lauter werden. Siehste? So einfach geht das. So, und dann kann man jetzt hier einfach noch hinten das Unnötige wegschneiden, vorne das Unnötige wegschneiden und schon hat man eine vernünftige Soundqualität mit einem, also in meinem Fall jetzt habe ich hier diese Spur mit einem durchaus sehr, sehr mickrigen Headset aufgenommen. Das kam, glaube ich, 10 Euro oder so. Ist jetzt auch völlig egal. Das zeigt bloß einfach, wie man aus mit minimalen Mitteln doch relativ viel rausholen kann. Und jetzt spiele ich das mal kurz ab. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder mit einer Testaufnahme. So, und wie man gehört hat, es klang schon ein wenig besser. Beziehungsweise für die Anfänge, wenn man jetzt kein vernünftiges Mikrofon zur Verfügung hat, bin ich der Meinung, dass das vollkommen ausreichend ist und dass man so auch sehr viele gute Let's Plays machen kann. Also man muss jetzt nicht High-End-Hardware haben oder jetzt sonst was zur Verfügung haben. Es reicht relativ leicht, relativ günstig und mit Audacity kriegt man sogar eine kostenlose Software, mit der man wirklich sehr viel rausholen kann. Man kann natürlich dann jetzt auch noch mit einem Equalizer oder mit einem kleinen Echo oder ähnliches. Man kann da so viel noch rausholen. Ich persönlich benutze Audacity auch selbst für meine Let's Plays. Allerdings dazu wird es vermutlich noch ein anderes Video geben, sofern Interesse besteht. So, an dieser Stelle wäre ich jetzt mit Audacity auch schon durch mit den wichtigsten Funktionen. Ich denke mal, das ist jetzt nicht zu viel. Und ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen bzw. konnte euch neue Sachen zeigen. Falls es noch Fragen gibt, einfach in die Kommentare und Kritik ist gern gesehen. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.